Rund 300 Züge fahren täglich über die Rheintalbahn. Das ist viel zu viel für nur zwei Gleise. Deshalb baut die Deutsche Bahn eine neue Strecke für den Güterverkehr. Sobald diese fertig ist, beginnt sie mit dem Ausbau der Rheintalbahn im Großraum Freiburg. Die Bahnstrecke wird schneller und besser. Mit bis zu 200 Kilometer pro Stunde sollen die Züge zwischen Teningen und Buggingen fahren können. Bevor es soweit ist, hat die Bahn noch viel Arbeit vor sich. An manchen Stellen muss sie die Streckenführung verändern, zum Beispiel zwischen Ebringen und Norsingen. Auf der kurvenreichen Strecke rund um die Weinberge können die Züge nur langsam fahren. Einerseits müssen wir die Geschwindigkeit auf der Strecke von 160 auf 200 km/h erhöhen. Andererseits müssen wir eben auch prüfen, ob mit der erhöhten Geschwindigkeit immer noch die Durchfahrt, aber auch die Überfahrt von Kreuzungsbauwerken weiterhin möglich ist. Das heißt, nicht nur die Strecke wird umgebaut, auch eventuell viele Kreuzungsbauwerke müssen wir anpacken. Ergänzend ist eben auch, dass wir hier im Bereich der Weinberge einen Tunnel bauen müssen, da die vorhandene Trassierung nicht auf 200 km/h umgebaut werden kann. Mit diesen Maßnahmen schafft die Bahn die Grundlage für eine moderne und zukunftsfähige Schieneninfrastruktur. Zu Beginn der Planung führt sie ein Bohrprogramm durch, um die Bodenbeschaffenheit zu erkunden. Die Ergebnisse liefern erste Rückschlüsse für den Ausbau der Rheintalbahn. Die bodenmechanischen Ergebnisse sind für uns wichtig, um die Festigkeit des Untergrunds festzustellen. Das ist einerseits in der Strecke wichtig, um festzustellen, ob der Bahndamm der geplanten Geschwindigkeitserhöhung standhält. Gerade hier im Tunnel ist es für uns auch wichtig, dass wir den Schichtaufbau des Untergrunds kennen, um zu wissen, wie der Tunnelverlauf am einfachsten zu gestalten ist. Dafür wird am Batzenberg und in den angrenzenden Gemeinden bis zu 110 Meter tief in den Untergrund gebohrt. Ja, so eine Bohrung läuft im Prinzip in zwei Schritten ab. Der erste Schritt ist die Überlagerung mit dem Rammkernbohrverfahren zu bohren. Das heißt, 178 mm Verrohrung wird die Überlagerung gebohrt. Anschließend wird das Bohrverfahren umgestellt auf eine Spülbohrung mit einem Doppelkernrohr, wo dann die Kerne aus dem Festgestein gezogen werden können. Anschließend wird das Ganze in Kernkisten ausgebreitet, um angesprochen zu werden. Bei jeder Bohrung werden Proben aus verschiedenen Tiefen entnommen. Die sogenannten Bohrkerne werden danach im Labor untersucht. Durch den Streckenausbau rücken zudem die Städte Freiburg, Mülheim und Basel näher zusammen. Für die Anwohnerinnen und Anwohner ergibt sich in Zukunft daraus der ein oder andere Pluspunkt. Der Vorteil besteht darin, dass wir durch die Geschwindigkeitserhöhung in der Lage sind, den Fernverkehrstakt zu verändern. Das heißt, hier einen Halbstundentakt zu fahren und nicht wie bisher heute zwei direkt hintereinander folgende Züge pro Stunde. Und im Nahverkehrsbereich wird es natürlich möglich sein, durch diesen neuen Platz, den wir hier auf der Strecke schaffen, bessere Nahverkehrskonzepte umzusetzen. Gerade Berufspendler und Berufspendlerinnen profitieren von dem Ausbau. Die Fahrt mit dem ICE von Freiburg nach Basel dauert dann nur noch 22 Minuten.